Wolfsburg setzt ein Zeichen gegen Rassismus und für Respekt. Die außerordentliche Vollversammlung der VW-Auszubildenden machte hierbei den Anfang. In der Eisarena Wolfsburg fanden sich knapp 5000 Auszubildende zusammen, um ein Zeichen für mehr Respekt in der Gesellschaft zu setzen. Gut ausgerüstet mit Respektmagazinen und Respekt-T-Shirts starteten die Auszubildenden in die Veranstaltung. Ich finde es eigentlich ganz spannend, so viele Leute hier zu sehen, die wirklich Interesse daran haben, hier das Thema Respekt wirklich ausführlich zu sehen. Und ich finde, es ist eigentlich recht spannend. Wie findest du das, dass hier fast 6000 Jugendliche mit bunten T-Shirts da sind? Also das finde ich recht stark, muss ich ehrlich zugeben, dass dann doch so viele dann zahlreich erschienen sind. Also man hätte ja auch damit rechnen können, dass einige dann da eher weniger Lust zu haben. Also ich finde, das ist eine gute Sache. Also es ist was anderes. Es ist, man sieht, dass man wirklich will. Man zeigt es einfach. Einer der 5000 Menschen in der Arena war Bernd Osterloh, Betriebsratsvorsitzender von VW und Respektbotschafter. Respekt und Toleranz sind Dinge, die in unserer Gesellschaft, wenn es schlechter läuft, nachlassen. Ich glaube, dass das Thema rechtsradikales Gedankengut, dass das Thema Rassismus gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein Problem werden könnte. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass diese Zusammenarbeit, die wir jetzt über mehrere Jahre machen, die wir ja auch mit dem VfL Wolfsburg machen, wenn man hier heute mal ins Hochhaus guckt, ans Kraftwerk guckt, welche großen Schilder da hängen, dass das aber auch in jedem Team-Shop hängt bei Volkswagen, da wo Teamarbeit gemacht wird, überall hängen die Respektschilder. Wichtig ist, dass man das wirklich in die Köpfe reinbekommt, dass dieses Thema Toleranz und Respekt auch bei den Kollegen und Kollegen da sein muss. Wir befragen Deborah Aleo, Vorsitzende der Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung, warum das Thema Respekt für VW besonders wichtig ist. Also natürlich, wir haben in unserer Ausbildung so viele Nationalitäten vertreten, über die ganzen Standorte verteilt. Und deswegen war es uns eben auch wichtig, für ein so wichtiges Thema eben was Außerordentliches, was Besonderes, was Großes zu machen. Und da bietet sich natürlich an, nach Wolfsburg zu kommen, die Eisarena zu nutzen, 5000 Auszubildende mit dem Respekt-T-Shirt hier reinzusetzen und danach im Anschluss eben gegen rechts, gegen die Nazis zu demonstrieren, gemeinsam mit der IG Metall. Und deswegen haben wir einfach den 1.6. genutzt, um eben den Nazis zu zeigen, dass sie auch bei der Volkswagen-Jugend keine Chance haben. Auch unsere Schirmfrau Sandra Minert war begeistert von der Veranstaltung. Es ist mal was Besonderes, auch für mich, nicht auf dem Fußballplatz zu stehen und zu reden, sondern hier in so einer Atmosphäre. Ganz besonders natürlich, wenn so viele junge Leute hier sind. Und ich glaube, wir als Initiative sind auch stolz, dass alle dieses Respekt-T-Shirt tragen. Bei einer Sache waren sich alle einig. Für Nazis ist kein Platz auf dieser Erde. Ja, warum muss man da demonstrieren? Ja, es gehört sich einfach nicht. Sowas hat in Deutschland nicht zu suchen und deshalb demonstrieren wir da entgegen. Das Problem ist einfach, dass dieses rechte Gedankengut immer noch viel zu sehr in einigen Köpfen verankert ist. Und wir fragen uns heute noch, wie es in Zeiten von Wikipedia und Google möglich ist. Ich denke mal, dass sie alle nicht lesen können, ansonsten würden sie das hinterfragen, was sie erzählen und was sie behaupten. Deshalb ging es weiter von der Eisarena zur IG Metall-Kundgebung am Wolfsburger Hauptbahnhof. Neben vielen tausenden Menschen, die gegen Rassismus und für mehr Toleranz und Respekt friedlich demonstrierten, waren auch drei ganz besondere Respektbotschafter vor Ort und auf der Bühne. Bernd Osterloh wurde von seinem Kollegen Porsche-Betriebsratsvorsitzenden Uwe Hück und dessen Freund Comedian Bülent Ceylan unterstützt. Sie bekannten gemeinsam Farbe im Kampf gegen Rechts. Also für uns beiden ist ein Weg nicht zu weit oder zu kurz. Wenn es darum geht, dass die Nazi hier auftreten wollen, dann müssen wir Gesicht zeigen, Flagge zeigen. Wir müssen das Gute vermehren, um das Böse wegzudrängen. Das ist unsere Botschaft hier. Es liegt in meinem Herzen, dass ich da was dagegen machen muss, also gegen Rassismus und Gesicht zeigen. Das ist ganz wichtig. Das kann man nicht bei jeder Veranstaltung. Es gibt ja leider öfter da und dort Nazi-Parolen und hier. Man kann nicht überall, man kann sich ja nicht teilen, aber wenn viele Promis oder in Anführungszeichen Promis oder die in der Öffentlichkeit eben stehen, Gesicht zeigen, dann bewirken wir was.